Was geht, Motherfuckers? Hier kommt endlich eine neue Kategorie für euch, und zwar Rap-Beefs der 90er. Die erste Folge möchte ich einem legendären New Yorker Rap-Duo widmen. Der Beef zwischen EPMD, aka Eric and Parrish Makin' Dollars, beziehungsweise der Beef zwischen Eric Sermon und Parrish Smith, den beiden Gründern dieser Gruppe. Obwohl EPMD seit den 80ern existieren und erfolgreich sind, kommt es Anfang der 90er zu Problemen zwischen den beiden. Hauptsächlich natürlich wegen Geld, was Freundschaften bekanntlich zugrunde führen kann. Die Wurzel des Bösen. Besonders wenn man seit dem Jugendalter befreundet ist, kann dies schnell passieren, wenn die Enttäuschung einsetzt oder das Gefühl, dass man hintergangen worden ist oder ähnliches. Business und Freundschaft unter einen Hut zu bekommen, ist eh ein Kunststück, das nicht jedem gelingt. So wenden sich Label gegen Label, Gruppe gegen Gruppe und auch Freund gegen Freund. Eric und Parrish sind seit der 8. Klasse befreundet, also seit sie ca. 14-15 Jahre alt waren. Ihre Partnerschaft beruht also auf Freundschaft, nicht auf Musik. EPMD gehen 1988 mit dem Debütalbum Strictly Business direkt auf die 1. 89 ebenfalls auf die 1 mit LP 2 namens Unfinished Business. Da sie bei Fresh Sleeping Bag Records gesigned sind und dieses Label ca. 1990 droht unterzugehen, werden sie von Def Jam mitsamt ihrem eigenen Management Shuma übernommen. Das dritte Album, Business as Usual, verkaufte nicht so viele Einheiten wie die zwei Alben davor, aber ging immer noch Gold. Hier war Redman zum ersten Mal gefeatured, auf gleich zwei Songs. Aber wo entstand jetzt der Beef? Eric mochte den Business-Aspekt nie und wollte immer einfach nur seine Musik machen und dafür entlohnt werden. Somit sollte sich Parrish um die Business-Angelegenheiten kümmern. Eric schenkt ihm da quasi auch blindes Vertrauen. Album 4, Business Never Personal, kommt 92 und gleichzeitig bringen sie deren Jungs aus dem Hinter in den Vordergrund. Redman, Cousin K Solo, Das FX, Hurricane G und Knuckleheads formen The Hit Squad. Ende 91, während der Aufnahmen für das vierte Album, brechen vier bewaffnete und maskierte Männer in Parrishs Bude ein. Es ist der 12. Dezember 91 und Parrish kommt gerade mit dem Auto zurück nach Hause. Er geht kurz noch in den Store, um sich eine Packung Phillies zu kaufen, aber hätte er dies nicht getan, wäre er geradewegs in einen Hinterhalt gelaufen. Die Männer verschaffen sich also Zutritt zum Haus und bedrohen alle im Haus anwesenden Personen mit vorgehaltener Waffe, zwingen sie sich hinzulegen, fragen nach Parrish und durchsuchen alle Zimmer. Weil P im Auto die Mucke so laut hat, während er die Einfahrt hochfährt, hört er die Schreie von seinen gefesselten Kumpels im Haus nicht. Als P aussteigt, geht die Alarmanlage los und vier maskierte Männer verlassen fluchtartig das Haus. P steigt also direkt wieder ins Auto und fährt nochmal um den Block. Er sieht ein blaues Auto aus seiner Straße kommen. Er fährt hinterher und notiert sich das Nummernschild. Als er direkt wieder zurück nach Hause fährt, ist die Polizei bereits vor Ort. Zuallererst ruft P dann Eric an. Du wirst es nicht glauben, Eric! Nichts ahnend gehen die Arbeiten an Album 4 danach monatelang weiter. Jedoch am 25. August 92 muss Parrish und ein Kollege nochmals aufs Polizeipräsidium. Das ist circa zwei Wochen bevor EPMD und The Hit Squad auf Tour gehen wollen. Die Polizei warnt P vor, dass ihm nicht alles gefallen würde, was er gleich zu hören bekommt. P denkt, er ist bereit, sich anzuhören, was auch immer kommen mag, aber rechnet tatsächlich nicht damit, was jetzt kommt. Erste Frage an Parrish: Ey Mann, trennt sich eure Gruppe gerade oder was? Die vier Typen vom Einbruch haben ein Geständnis abgelegt, dass sie im Auftrag von Eric Sermon für $5,000 in dein Haus einbrechen sollten. Mit dem Nummernschild haben die Beamten den Halter in Jersey ausfindig machen können und nach Gegenüberstellungen haben die damals im Haus anwesenden Leute zwei der vier Einbrecher erkannt und identifiziert. P will es nicht glauben. So gut wie es zu der Zeit lief, hätte niemand Parrish irgendwas Negatives über Eric erzählen können. Eric sagt in einem Interview: Drei Alben hintereinander auf Platz 1, alles unter sich aufgeteilt, eigene Produzenten, eigene Lyrics, alles bleibt in eigenen Händen, nichts wird aufgesplittet, keine fremden Hände, die man zusätzlich bezahlen müsste. Eric Sermon muss bestimmt so an die 2 Millionen Dollar zu Hause haben. Hat er aber nicht. Und so fing er wahrscheinlich an nachzugrübeln.
Parrish gibt zu, dass es Leute gab, die fanden, P hätte Eric finanziell über den Tisch gezogen, und tatsächlich sagt Redman, dass viel Geld reinkam, aber definitiv nicht gerecht aufgeteilt wurde. Eric lässt sich von Zahlen und Verträgen einschüchtern, sodass er das alles quasi in Parrishes Verantwortung lässt. Leider wäre aber ohne Parrish auch vieles nicht möglich gewesen. Zum Beispiel die Hit Squad Tour. Oder dass Das FX oder Redman ebenfalls am Kuchen beteiligt wurden mit ihren sehr erfolgreichen Debütalben. Eric behauptet, P unterrichte seine Jungs nie wirklich über die Zahlen und das Ganze drumherum. Er war somit der Einzige, der 100%igen Einblick ins Business hatte. Gewinne, CD-Verkäufe, Steuern, Verträge, wem wie viele Prozente anteilig gehören, etc. P konnte nichts davon beantworten. Während P behauptet, dass es nicht viel zu diskutieren gäbe bei einem 50-50-Deal, also halbe-halbe. Mit dem Erfolg von Das FX's Dead Serious kommen neue Multimillionen-Dollar-Deals und Angebote von RCA ins Haus. Und Parrishes Problem dabei ist, dass egal was er macht, Eric ist immer mit dabei. Deswegen entscheidet sich Parrish, keine Anzeige zu erstatten. Wenn P nicht so entschieden hätte, dann hätten alle anderen, eigentlich unbeteiligten Künstler wie Das FX, Redman und K-Solo niemals die Tour wahrnehmen können und wären schneller wieder abgesägt gewesen, als sie hätten gucken können. Die hätte es eventuell sogar gar nicht wirklich gegeben. P entscheidet sich also, mit Eric und den anderen Jungs auf Tour zu gehen. Um hier noch einen draufzulegen, einer dieser vier Einbrecher vom Dezember 91, der P im Grunde in eine potenziell lebensbedrohliche Situation gebracht haben könnte, ist tatsächlich im selben Tourbus wie die Künstler unterwegs. Crazy, oder? Hätte sich Eric nicht direkt einen Anwalt geholt und wäre in dem Zeitraum damals nicht nach Georgia untergetaucht, wäre er höchstwahrscheinlich in Gewahrsam genommen worden, aber er wurde nie angeklagt. Dieser Konflikt splittete sowohl EPMD als auch die Gruppe The Hit Squad nach der besagten Tour. Parrish Smith behält den Namen The Hit Squad und die Artists Das FX, während Eric Sermon Redman an seiner Seite behält und daraus The Death Squad formt und Keith Murray dazu holt. EPMD trennen sich also auch 1993. Eric und P konzentrieren sich ab da auf ihre und derer Künstler-Solo-Karrieren, wobei nichts der folgenden Projekte ihre gemeinsamen EPMD-Projekte übersteigen kann. Parrish bringt als PMD zwei Solo-LPs raus, 94 Shade Business und 96 Business is Business. Eric kommt 93 und 95 mit Solo-LPs. Erst 96 können sie sich also wieder berappeln und starten als Testament ihrer Freundschaft ihr nächstes Projekt, Album Nummer 5. Back in Business, welches 1997 rauskommt. Die Trennung bestand von 93 bis 96. Bis zur nächsten Trennung 2005 bringen sie noch einiges an Material raus. Eric zum Beispiel sein Death Squad Album El Nino mit Redman und Keith Murray, was 98 droppt, 99 ein weiteres EPMD Album Out of Business. 2000 kommt die Eric Onassis LP, 2001 die Music LP von ihm, 2002 die React LP. Also jedes Jahr konstant ein Album. Smith bringt 2003 sein Album The Awakening. Sermon 2004, Chilltown New York. Und eine Hit Squad Compilation kommt ebenfalls 2004. Wie gesagt, von 2005 bis 2006 trennen sie sich nochmals kurz, wobei die Hintergründe dazu etwas im Hintergrund bleiben. Ab 2006 bis heute sind sie allerdings cool miteinander. Im Dezember 2008 kommt das 7. Studioalbum EPMDs, namens We Mean Business. 2013 kommt noch eine Collabo-LP von PMD mit The Snow Goons zusammen, namens Welcome to the Goondogs. Und 2017 schließlich noch ein Solo-Album namens Business Mentality. Im Endeffekt hat das Business um Hip-Hop herum sich zwischen zwei Kindheitsfreunde gestellt und beinahe ein Leben gekostet. Wie man es auch dreht, EPMD sind eine legendäre Truppe, die ebenso legendäre Künstler wie Das FX, Keith Murray oder Redman hervorgebracht haben. No joke. Yo, und das war's. So viel zur ersten Beef-Episode. Die nächste Folge kommt auch bald. Du hast somit die Möglichkeit, einen 90s Beef zu wählen, den ich analysieren soll. Schreib's einfach in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann like dieses Video, kommentiere es und abonniere diesen Kanal. Mit nichts kannst du mich leichter und besser unterstützen. Teil das Video auch mit deinen Freunden, schicke es am besten jedem, der was mit 90s Rap anfangen kann.
Ich danke dir vielmals. Bis zur nächsten Folge. Peace out. Mo. Fugger.